Geht es euch auch manchmal so, dass man einen Vortrag halten muss und nicht weiß, wie man anfangen soll? Damit ist jetzt Schluss, denn beim Metamorphosen Verlag ist die Phrasendreschmaschine erfunden worden. Ein kleines, fast unscheinbares Ding, auf dem man sich verschiedene Worte einstellen kann, mit denen man dann bedeutungsschwere Sätze bildet. Und jeder kennt es, eine lange Rede, in der viel erzählt wird, aber nichts gesagt. Genau dafür ist diese Phrasendreschmaschine genau das Richtige. Zum Beispiel, es gibt einen Satz mit Büchern, der könnte so lauten: Die ambivalente Kommunikationstendenz der Bücher. Und dann stellt man sich wieder die Phrasendreschmaschine weiter. Ist die qualifizierte Organisationskonzeption. Hört sich doch gut an, dieser Satz, oder? Ich zeige euch einfach noch mit denselben Wörtern, die ich gesucht habe, einen zweiten Versuch. Und wieder geht es um Bücher. Und man ist verblüfft, wie gut sich das eigentlich tatsächlich anhört. Die Bücher haben funktionale Fluktuationspräferenz. Ist doch ein toller Satz. Man hat zwar nicht viel damit ausgedrückt, aber erstmal tolle Wörter gebildet. Mit dieser Phrasendreschmaschine kann man über 1000 Sätze bilden und wenn man die einzelnen Worte kombiniert, dann sogar bis zu 8000 Phrasen dreschen. Und das Gute ist, wenn man Zeit und Lust hat, kann man sich zwischen die Worte auch noch eigene Phrasen schreiben, die man dann immer wieder benutzen kann. Und so hat man noch mehr Wörter zur Verfügung, die einem das Sprechen leichter machen. Es kann professionell sein, muss es aber nicht. Auf jeden Fall aber regen diese Sätze die Fantasie an. Und deswegen ist es ein wunderbares Geschenk für alle, die gerne reden oder sich gerne reden hören.